Wir erweitern nun unser kleines Netzwerk um einen Router, also um ein Gerät, was ihr auch zu Hause stehen habt, nämlich dieses Gerät, was üblicherweise ein paar Antennen hat, wo man sich mit einem Wi-Fi-Device drauf connecten kann und was einem irgendwie Internet gibt. Der Sinn dieses Routers ist auch hier, dass wir jetzt in der Lage sein wollen, Pakete aus dem Netzwerk rauszuschicken. Bei einem Router, den man zu Hause stehen hat, ist es so, dass der üblicherweise ein paar Ethernet-Buchsen hat für das Netzwerk intern und meistens eine Internet-Buchse, in welcher Art auch immer. Das kann ein DSL-Modem sein, das kann ein Cable-Modem sein, das kann auch eine reine RJ45-Schnittstelle sein, die jetzt irgendwo zum Provider geht. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man ist. Diese Internet-Buchse an diesem Router hier in dem Beispiel ist nicht verkabelt, das heißt, er hängt auf der einen Seite quasi in der Luft. Das Ganze kann man zwar theoretisch in Packet Tracer mit simulieren, das lassen wir jetzt aber mal sein. Wie gesagt, hat dieses Gerät die Aufgabe, Pakete aus dem Netzwerk raus in die weite Welt zu senden. Der Router als, ja, ich sag mal, Baugruppe kriegt hier in diesem Zusammenhang auch den Namen Gateway oder auch Standard Gateway unter Windows. Als Gateway wird eben gerade ein Gerät bezeichnet, was in der Lage ist, ja, aus dem Netzwerk raus zu kommunizieren und ins Netzwerk rein zu kommunizieren. So ein Router arbeitet unter anderem auf Schicht 3. Der arbeitet genau genommen auf Schicht 1, weil er hat ja Anschlüsse. Er arbeitet auf Schicht 2, denn er hat eine MAC-Adresse und er arbeitet auf Schicht 3. Das heißt, auf allen drei Schichten arbeitet ein Router. Dieser Router hier hat jetzt die IP-Adresse 192.168.0.1 bekommen. Der hat diese MAC-Adresse, die lese ich jetzt nicht vor. Und er liefert eine Sache noch zusätzlich, die ein Router nicht liefern muss, aber die meisten Geräte für den Heimbedarf durchaus liefern. Und zwar stellt er noch einen DHCP-Server zur Verfügung. Das sieht man hier. Ein DHCP-Server ist ein Server, der das sogenannte Dynamic Host Control Protokoll bereitstellt. Das kennt man und zwar deshalb, weil man zu Hause üblicherweise oder oftmals keine IP-Adressen vergibt. Man geht selten im Handy hin und sagt, ja, hallo Telefon, nimm doch mal bitte die IP, wenn ich zu Hause bin, sondern das scheint alles automatisch zu funktionieren und dieses DHCP tut genau das. Ein DHCP-Server wartet auf Anfragen, die jeder Client, der sich mit dem Netzwerk verbindet, automatisch schicken. So sie denn eingestellt sind, dass sie bitte DHCP empfangen sollen. Und zwar fängt jeder Client, der sich mit dem Netzwerk verbindet, erstmal an zu fragen, ja, hallo, ist hier irgendwo in der Gegend ein DHCP-Server, der vielleicht bereit wäre, mir netterweise eine IP zur Verfügung zu stellen. Diese Anfrage geht erstmal durchs gesamte Netzwerk per Broadcast und in der Hoffnung, dass jemand da ist, würde dann ein DHCP-Server antworten, ja, hallo hier, ich bin ein DHCP-Server, du kriegst von mir eine IP und zwar nimm doch bitte im Folgenden diese hier. Das passiert hier auch bei PC2. Der ist konfiguriert. Das kann man sich hier angucken auf DHCP. Das heißt, er wartet in den IP-Konfigurationen, dass ihm jemand eine IP-Adresse zuteilt. Und die IP-Adresse, die ihm zugeteilt wurde, kann man sich hier angucken. Und zwar unter IP-Config sieht man hier wieder, er hat eine IP bekommen. Das ist diese. Er kennt auch eine Sache mehr, und zwar dieses Default Gateway oder im Deutschen oder im Halbdeutschen Standard Gateway. Dieses Default Gateway ist jetzt die IP-Adresse, die genutzt wird, um Pakete aus dem Netzwerk raus zu befördern. Ich sage bewusst nicht, dass es die Adresse, an die Pakete geschickt werden, die aus dem Netzwerk rauskommen. Und das gucken wir jetzt uns gleich im Detail an, wie hier eigentlich adressiert wird. Was können wir jetzt tun? Wir können jetzt Folgendes versuchen. Wir pingen jetzt mal ein Gerät an, also wir sind jetzt auf PC2 und pingen mal ein Gerät an, was gar nicht im Netzwerk existiert. Und zwar nicht im Netzwerk existiert, in dem Sinne, dass es auch wirklich in einem anderen Netzwerk sich befinden könnte und nicht hier jetzt vor Ort sein kann. Das wäre zum Beispiel eine IP-Adresse, die völlig anders aussieht. Auf den ersten Stellen hier, ne, wo 1 und 2 steht, irgendeine andere Zahl hat, auf der hier eine andere Zahl hat. Also im Grunde genommen irgendeine IP, die nicht mit 192.168.0 anfängt. Das mache ich jetzt einfach mal. Und wir sehen, wir kriegen eine Antwort. Und zwar kriegen wir eine Antwort von einem Gerät mit der IP-Adresse 192.168.0.1. Das ist zufällig unser Router. Und dieser Router antwortet uns Destination Host Unreachable.
Diese Meldung kriegt man immer dann, wenn eben, na gut, man kann es übersetzen, der Zielhost nicht erreichbar ist. Das heißt, der Router kriegt zwar eine Anfrage, und zwar eine Ping-Anfrage, dass er bitte ein Paket aus dem Netzwerk leiten soll, was eine Ping-Anfrage enthält. Dummerweise weiß er entweder damit nichts anzufangen, oder er hat keine Route, oder er hat keine physikalische Verbindung und antwortet dann, dass er eben dieses Ziel nicht erreichen kann. Aber er selber das Paket schon mal bekommen hat. Das heißt, hier dran an dieser Zeile sehen wir eigentlich, das Paket ist beim Router angekommen, der wusste damit aber nichts anzufangen. Aus welchen Gründen auch immer. In diesem Fall ist der Grund relativ klar, wir haben ihn nicht mit dem Internet verkabelt. Entsprechend weiß er nicht, wo er Pakete, die aus dem Netzwerk raus sollen, überhaupt hinschicken soll. Jetzt gucken wir uns aber mal im Detail an, warum dieses Paket hier eigentlich beim Router ankommt. Denn das ist gar nicht so trivial und logisch. Dazu gehen wir nochmal in den Simulation Mode und gucken das uns nochmal im Detail an. Also ich gehe hier nochmal rein in die Kommandozeile und sage der Kommandozeile ping bitte nochmal für mich. Gleiche IP. Und wir sehen das, was immer passiert, nämlich hier steht ein ICMP-Paket an. Wenn wir in dieses ICMP-Paket mal reingucken, dann haben wir hier jetzt die beiden Layer wieder, 3 und 2. Und im Dreier-Layer steht, glaube ich, das drin, was man erwarten würde. Da steht drin, hallo, ich bin 192.168.0.100, das ist die IP von diesem PC2, das haben wir uns eben angeguckt. Und dieser PC2 schickt ein Ping-Paket an die 212.3.4, das ist die, die wir eingetippt haben. Auf Layer 2 ist das hier die Absenderadresse dieses PC2. Ne, das ist diese MAC-Adresse hier. Und er trägt seine eigene MAC-Adresse als Quelle ein. Soweit auch logisch. Und jetzt kommt eigentlich der wesentliche Knackpunkt. Bisher hatten wir uns nur Pakete angeguckt, bei dem IP und MAC-Adresse insofern zusammenpassten, als dass sie zum gleichen Gerät gehörten. Das haben wir jetzt das erste Mal nicht. Die MAC-Adresse, die hier steht, ist die MAC-Adresse des Routers. Das ist nicht die MAC-Adresse des Interfaces, irgendwie eines Ethernet-Interfaces von einem Gerät mit dieser IP, weil woher soll das Netzwerk die eigentlich kennen? Das heißt, im Layer 2 wird dafür gesorgt, dass ein Paket, was aus dem Netzwerk raus soll, eben an die 200 irgendwas, auch korrekt an das Standard-Gateway adressiert wird. Das heißt, in dem Paket wird nicht das Standard-Gateway auf IP-Basis kontaktiert, sondern auf MAC-Basis bzw. auf Layer 2-Ebene. Und dass das auch alles so funktioniert, können wir uns jetzt mit Capture angucken. Ne? Also der schickt jetzt sein ICMP-Paket los. Das kommt zum Switch. Und jetzt sehen wir auch, dass das offensichtlich auf Layer 2 an den Router adressiert ist. Denn wenn ich jetzt einen weitermache, weiß der Switch offensichtlich genau, wo das hingehört. Und eine Sache nochmal bedenken, ein Switch versteht keine IP-Adressen. Das heißt, der einzige Grund, den der Switch haben könnte, dieses Paket gezielt auch wirklich an den Router weiterzuliefern, liegt daran, dass die Ziel-MAC-Adresse die des Routers ist. Was sie eben auch ist. Das heißt, wir haben ein Paket, das ist auf Layer 3 an ein Gerät adressiert, auf Layer 2 aber an ein anderes. Das ist das erste Mal, dass uns hier sowas begegnet. Dementsprechend reite ich da gerade ein bisschen drauf rum. So, was passiert jetzt? Der Router bekommt das Paket und stellt fest, ja dumm, ich weiß gar nichts damit anzufangen, also verwerfe ich es mal. Das heißt, das Paket geht hier kaputt, weil der Router keine Internetverbindung hat. Daraufhin schnürt er ein neues Paket mit ICMP, indem er eben eine Antwort verschickt. Und zwar kann man sich die jetzt auch angucken, die ist jetzt nicht so interessant. Die Antwort geht natürlich sowohl IP-mäßig als auch MAC-mäßig an den PC2 zurück, damit die dort ankommt. Als IP-Source-Adresse steht natürlich der Router drin und als IP-MAC-Adresse steht auch der Router drin. Hier haben wir wieder ein Konsistenzpaket. Also es geht sowohl auf Layer 3 als auch auf Layer 2 von Router zu PC2. Was in diesem Paket drin steht, können wir uns gleich angucken. Wir schicken es jetzt einfach mal zurück. Switch kriegt das, Switch weiß wohin damit, also kriegt das jetzt PC2 zurück. Und jetzt können wir uns in der Konsole wieder angucken, was jetzt eigentlich die Antwort ist. Und die Antwort ist genau das, was wir vorhin schon mal gesehen haben, nämlich Destination Host Unreachable. Ja, das ist der Vorgang, der passiert, wenn ein Paket aus dem Netzwerk rausgeschickt werden soll. Wenn ein Paket aus dem Netzwerk rausgeschickt werden soll, wird es hinsichtlich der MAC-Adresse an das Standard-Gateway adressiert und hinsichtlich der IP-Adresse an das endgültige Ziel. Jetzt machen wir uns hier nochmal einen Spaß. Das ist ein PC, bei der kein DHCP empfängt, sondern bei dem das Standard-Gateway manuell eingetragen werden muss und das habe ich nicht gemacht.
Hier ist einfach keins definiert. Das kann man sich hier angucken unter Settings. Gateway ist leer. Das heißt, es ist einfach keins definiert. Das ist möglich. Windows ist da zwar ein bisschen merklich, wenn man das mal versucht, aber technisch ist das kein Problem. Das ist halt immer dann kein Problem, wenn man das Netzwerk nicht wechseln will. Also wenn man nur innerhalb eines Netzwerks kommunizieren will, braucht man kein Gateway. Und jetzt mache ich das gleiche Spielchen mal hier. Dazu gehe ich wieder in den Realtime-Mode, weil das will ich direkt im Schnellverfahren machen. Einmal zumindest, danach gucken wir es uns wieder detailliert an. Und ich gehe in die Kommandozeile und ping jetzt einfach mal auch irgendwas an. Also auch wieder so eine 200 Punkt, was weiß ich, was ich eben hatte, aber irgendwas in der Richtung. Es ist völlig egal, nur außerhalb des Netzwerks. So, jetzt versucht er das. Wir warten und warten und warten und warten. Und er sagt Request timed out. Das Ganze wiederholt er jetzt viermal. Deswegen können wir jetzt ein bisschen warten. Alternativ kann man auch in der Kommandozeile immer STRG C drücken. Dann bricht er ab, was er gerade tut. Wir kriegen hier eine andere Meldung. Wir kriegen hier nicht die Meldung vom Router, hallo, Paket ist prinzipiell angekommen, ich kann damit aber nichts anfangen, sondern wir kriegen ein Timeout. Ein Timeout heißt, es passiert einfach nichts. Gar nichts. Und dass hier wirklich gar nichts passiert, können wir uns auch wieder im Simulation Mode angucken. Das mache ich jetzt nochmal. Also gehe ich wieder hier rein, in die Kommandozeile, wiederhole meinen Befehl. Also ping irgendwas. Wir sehen, es steht wieder ein ICMP-Paket an, aber das wird direkt ausgeixt. Und wenn man jetzt reinguckt, sieht man auch, warum das direkt ausgeixt wird. Der möchte zwar eine ICMP-Message aufziehen, stellt aber fest, ja, blöd, ich kann es nicht in Layer 2 schachteln, weil ich gar nicht weiß, an welche MAC-Adresse das geht. Denn er hat kein Standard-Gateway. Er müsste jetzt ja eigentlich als Ziel-MAC-Adresse den Router eintragen, kennt aber nicht, weil ihm keiner gesagt hat, welcher das sein soll. Entsprechend verwirft er das Paket direkt, weil er genau merkt, es ist nicht in meinem Netzwerk, ich weiß aber nicht wohin damit, also mache ich hier erstmal gar nichts. Ja, und das ist der Grund, warum dieses Paket quasi schon direkt initial verreckt. Was der jetzt hier nicht macht, und das tut Windows dann schon, Windows gibt hier eine andere Fehlermeldung aus, kann ich jetzt nicht mal eben zeigen, aber die sieht ein bisschen anders aus als Timeout, aber gibt auch eine Fehlermeldung raus, die einem ziemlich genau sagt, er weiß nicht, wohin er das Paket schicken soll, entsprechend schickt das nicht los. Um das jetzt nochmal zu korrigieren, ist es natürlich auch möglich, ein Standard-Gateway oder ein Gateway manuell einzutragen, was ich dann jetzt auch nochmal mache. Das heißt, ich gehe in den PC rein, gehe in die Config, gehe auf die Settings, da finde ich es, das ist das Gateway. Und hier gebe ich jetzt den Router an, 968.0.1. Und jetzt weiß die Kiste, wo das Ding hingehört. Das heißt, wir pingen nochmal. Und wenn wir jetzt pingen, kriegen wir die gleiche Fehlermeldung wie eben PC2, nämlich wir kriegen eine Antwort vom Rechner oder vom, Quatsch, vom Rechner, vom Router und er sagt uns wieder Destination Host Unreachable. Das heißt, jetzt verhält sich PC3 genauso wie PC2. Wir können uns noch einen Gag angucken, der ist allerdings vom praktischen Wert ungefähr nicht vorhanden, weil sowas sollte man einfach nicht machen. Wir können zum Spaß mal hingehen und einfach einen anderen PC in diesem Netzwerk, ich sage jetzt einfach mal PC4, können wir PC4 als vermeintliches Gateway angeben. Das ist natürlich völliger Blödsinn, keine Frage. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also ich möchte wieder ein Paket rausschicken, habe jetzt ein anderes Standard-Gateway angegeben. Dieses Paket geht jetzt an PC4. Und wir sehen, ja, timed out. Das heißt, PC4 ist in diesem Zusammenhang nicht bereit, darauf zu antworten, weil es ist halt kein Gateway, es ist kein Router. Dementsprechend nimmt er dieses Paket und verwirft es. Das können wir uns auch wieder im Simulation Mode zu guter Letzt angucken. Ich breche das hier mal ab. Also wenn wir in den Simulation Mode reingehen und gehen jetzt nochmal in den PC3 und sagen, wir pingen nochmal eine externe IP-Adresse an, dann sehen wir, es gibt ein Paket. Dieses Paket wird auch weitergeleitet. Dieses Paket landet auch bei PC4, das ist in Ordnung, aber PC4 macht damit nichts. Jetzt kommt als nächstes wieder das Spanning Tree Protokoll, das hat wieder was völlig anderes zu tun. Das ist wieder diese Inter-Switch-Kommunikation. Man sieht auch, hier vergeht eine relativ große Zeitspanne. Das heißt, PC4 macht einfach nichts mit diesem Paket und entsprechend schickt er nichts zurück. Und weil er nichts zurückschickt, sagt PC3 irgendwann, ja okay, alles klar, Timeout. Die Moral von dieser ganzen Geschichte ist die folgende. Je nachdem,
welche Art von Fehlermeldung man hat, braucht man in seinem Netzwerk nicht suchen. Wenn wir uns diese Fehlermeldung nochmal angucken, die korrekte, also die zum Beispiel von PC2, diese Destination Host Unreachable, dann brauchen wir jetzt nicht panisch, also wir würden feststellen am Rechner, wir kommen nicht ins Internet beispielsweise. Dann brauchen wir jetzt nicht panisch anfangen, die ganzen Konfigurationen zu überprüfen von unserem Rechner, vielleicht alle Kabel prüfen oder sonst was. Das können wir uns alles schenken, weil wir sehen direkt, unser Router antwortet. Und unser Router antwortet uns, dass er damit nichts anfangen kann. Also dass er quasi auf seiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Internetseite nicht weiß, wohin damit, mit dem Paket. Der Fehler liegt also zwischen Router und Provider. Das kann jetzt den Grund haben, dass wir da irgendwie selber ein Kabel rausgerupft haben. Dann gucken wir halt mal eben nach. Das kann auch sein, dass dieses Kabel irgendwie beschädigt ist oder der Stecker dazu beschädigt ist. Mag alles sein. Es kann aber auch ein wesentliches Problem beim Provider geben. Das heißt, dann schnappt man sich vielleicht ein Telefon und ruft da einfach mal an und fragt, habt ihr Probleme mit der Leitung? Ich brauche jedenfalls, wenn ich so eine Meldung habe, nicht anfangen, mein Netzwerk umzukrempeln, weil der Fehler liegt definitiv nicht in meinem Netzwerk. Das war es dann eigentlich auch schon zum Thema Standard-Gateway. Also ein Gateway telefoniert nach draußen und wird über MAC-Adresse von den Paketen, die raus sollen, adressiert. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. In diesem Sinne war es das erstmal.